Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Rubin. Im letzten Part, erstmal wieder die Steuerung reinfinden. Im letzten Part sind wir hier in Xegras Weep City angekommen, haben das riesige Einkaufszentrum beobachtet und, ehrlich zu sein, weiß ich gerade gar nicht, wie es weitergeht. Ja, doch. Natürlich. Man hat uns nämlich noch auf diese riesige Höhle da vorne angesprochen. Und dort sollen wir rein. Und soll ich mal sagen, was mir so zufällig aufgefallen ist? Ja. Wir sind auch gar nicht mal so weit vom Ende entfernt vom Spiel. Aber hier stehen erstmal zwei Prügel im Weg. Was hast du mit Team Magma zu schaffen? Das hat natürlich gerade geklingelt. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ja doch, sorry. Unser Boss ist nicht hier. Er ist auf dem Weg nach Pyroberg. Auf der Route 122. Warum er dort ist? Puh, glaubst du doch nicht. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das verrate, oder? Oh. Wie hast du es zu Team Magma geschafft? Egal, unser Boss ist nicht hier und er ist dabei, sich etwas Wichtiges unter den Nagel zu reißen. Wo er hin ist? Puh, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das sage. Sagen wir es mal so, IQ hat einen etwas anderen Wert wie die zwei da. Vor allem, weil die zwei noch nebeneinander stehen, aber hey. Egal. Auf Route 122 und hier stehen schon überall die Magma-Rüpel, das gibt's doch nicht. Eieieiei. Moment, wie sieht's eigentlich mit unserem Team aus? Jo, passt soweit. So, 121. Hier geht's nicht weiter, das vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Ah, Mann. Mist. Hätte ja klappen können, aber war natürlich wieder das letzte Grasbüschelchen. Flieg doch einfach! Mann! Danke! Boah, wie ich Geradax hasse, ey. Kann übrigens sein, dass ich irgendwo unterwegs mal vergessen habe, einen Trainer zu besiegen. Warum kann ich mich jetzt gerade nicht bewegen? Ich kann mich gerade nicht bewegen, was ich episch finde. Ja gut. Jetzt geht's wieder. Meine Fresse. Okay. Route 120. Wie ich mir das nie merken kann, wo Route 122 ist. Ja, hier war es nicht. Hier, Pokénav. Mann, wie ich das jedes Mal übersehe. So, Route 123. Hier, Route 122 ist das. Okay. Mann, wie ich das jedes Mal vergesse, wo die Route ist. Jedes Mal. Vor allem, ich hätte hier nicht mal durchlaufen müssen. So, gleich habe ich es. Hier ist unten lang. Zwirrlicht, hau doch einfach ab. Dankeschön. Wenigstens kein Geradax. Bei die Viechern nerven eigentlich nur. Bin ich der Einzige, der gerade wenig verwirrt ist? Wie ich es hasse. Immerhin nur ein Zickzacks. Meine Güte, ey. So, schauen wir nochmal auf die Karte. So, kommt's gleich. Wenn ich es da nach unten laufe, dann bringt's nichts. Heißt, hier erstmal wieder von einem Pokémon angreifen lassen.
Und natürlich ist ein Geradax. Wie könnte es auch anders sein? Ja, natürlich ist die Flucht wieder unmöglich. Und der macht nur Lebenswühler, der Vollidiot. Oh. Junge, lass mich einfach. Danke. Ich will doch nur hier runter. Dankeschön. So, und beim Pokénuff. Hä? Ah, ein Winkel. Okay. Ach so, ich muss von Seegras Ulp City da nach unten, dann hier lang, oder? Nee, kann nicht sein. Moment mal. Muss ich da vielleicht von der anderen Seite herkommen? Sinn würde es machen, von meinem Fuß sieht die einfach alles geradeaus, dann nach hier oben. Zum Pyroberg. Jupp, würde ich mal sagen, dann fliege ich mal dorthin. Fliegen. Malvenfrost City. Zum Glück haben wir ja unseren Hyso. Geht schneller wie bei den alten Teilen. Quatsch, bei den neuen. Das ist traurig irgendwie. Aber hey. Genauso wie das hier. Es geht auch viel schneller. Lol. Ich wollte doch nach oben. Ein Fritzelblitz. Oh. Bye. So, Mann. 119? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe da immer so einen schlechten Überblick. Warum gehe ich dann nicht unten weiter? Route 123. Hier war ich doch noch nicht. Tatsächlich. Ah, doch. Doch, stimmt. Hier war ich schon, ich erinnere mich. Oder? Nee, doch nicht, kann ich gar nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal hier war. Das ist traurig. Wenn ja, dann sorry, ihr seht ihr halt die ganzen Kämpfe nochmal, aber. Naja. Aber die Stelle kommt mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Bei der kommt. Das kommt mir trotzdem irgendwie ein bisschen anders vor. Weiß ich gerade nicht, sorry. Falls ich schon hier war und jemand erkennt, dann bitte Bescheid sagen. Ist dann halt so, meine Güte. Gibt Schlimmeres. Vor allem seht ihr nur bei mir im Let's Play zweimal den gleichen Kampf. So. Der bittere Geruch der Niederlage oder so, hat sie gerade gesagt. Okay, ich war hier doch noch nicht. Hier sind zu viele. Hier sind eindeutig zu viele. Bären. Also Braunbären, Eisbären und so weiter, ne? Also, was denkt ihr jetzt schon wieder für Bären, also? Nein, ich will keine Pflanzen. Uff. Immerhin weiß ich, wo es weitergeht. Und den Weg und den Flugpunkt haben wir auch schon mal nach Seegras Ulp City gesetzt. Auch nicht schlecht. So, das mache ich jetzt einfach. Ich beschleunige es einfach mal. Weil das einfach so übelst langweilig ist. Weil das immer der gleiche Text ist. Und ja. So.
So, sorry. Villa der Bärenmeister, des Bärenmeisters. Okay, dann gehen wir doch auch mal da rein. Du kannst mich Bärenmeister nennen. Ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Daher züchte ich Bären und gebe sie an andere weiter. Du hast ja auch eine verdient. Qualotbeere. Dankeschön. Sei nicht so schüchtern. Nimm sie doch. Nimm noch eine. Ups, sorry, bin gerade mein Headset gestoßen. Die Tamotbeere. Besuch unbedingt mal den Blütenraum. Blumenladen in Metaross City. Lass die Welt in Blumen schwelgen. Dankeschön. Mein Mann züchtet Bären. Er ist bestimmt der beste Züchter der Welt. Er macht mich unglaublich stolz. Sag mal, Kind, kannst du nicht zufällig einen guten Spruch? Nein. Unsere vier Enkelkinder wollten noch begabter als mein Mann werden. Das Leben erfüllt einen immer wieder mit Freude. Ach so, das sind die. Ah. Okay. Oh, geheimes Item. Vor allen Dingen voll geheim, ne? Und ein Hyperball. Nice. Wird mir nur nichts mehr bringen, weil ich keine Pokémon mehr fangen werde. Grit. Bester Name auf jeden Fall. Lea und Grit. Was? Pudox und Papinella. Okay. Hitzekoller auf den und Psychokinese auf Pudox. Und zack. One-Hit-KO. Ich habe mir das irgendwie einprägen können, dass Psycho auf Gift sehr effektiv ist, oder was, Käfer? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es umgebracht. Ja, Nick, dein Ernst. Das hast du jetzt aber echt verdient. Ohne Witz. Übrigens, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Wie unglaublich fies es war, beziehungsweise, also ich habe es glaube ich schon erwähnt gehabt im letzten Part, dass ich das alles nochmal neu machen konnte. Weswegen ich mir auch nicht sicher war, ob ich hier war oder nicht. Oh, was war's? Erdbeben. Ja, natürlich. Mächtiges Beben ist bei fliegenden Feinden nutzlos. Stärke 100 und Stärke. Oh. Feuersturm ist stärker. Hitzekeule noch stärker. Oha. Es ist halt so. Ich tue Intensität raus. Weil Intensität hat halt nur eventuell sehr hohen Schaden. Das ist halt das Negative. Und bei Erdbeben ist es auf jeden Fall so. Weshalb ich mir halt gedacht habe, ja, komm. Was? Was? Wieso komme ich da nicht nach oben? Was? Warum nicht? Was? Dann war ich doch richtig vorhin. Shit. Okay, dann habe ich hier irgendwo einen Weg übersehen oder so. Na, wisst ihr was? Ich fliege einfach. Hab einen besseren Übersicht. Wie komme ich zum Pyroberg? Ich weiß es nicht, ohne Witz. Boah, das Problem hatte ich, glaube ich, im Originalspiel auch so ein bisschen. Dass ich in der Ewigkeit nicht wusste, wie es weitergeht. Na! Oder wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal durch die Wasserrouten und dann zum Pyroberg. Kann das sein? Wenn ja, dann bin ich schlauer als ich dachte. Andernfalls habe ich halt verkackt. Und muss selber schauen, wie es irgendwie weitergeht. Oder ihr helft mir, was ihr gerne machen wird. Ab dieser Stelle des Spiels ist es halt so gut wie blind für mich. Das weiß ich jetzt, wenn überhaupt, nur noch durch den Let's Play.
Und ja. Was haben wir denn hier vorne eigentlich für ein Item? Topschutz! Yay! Ach stimmt, das habe ich vergessen, glaube ich. Nee. Keine Ahnung. Ah, hey, stellt die sich voll in den Weg. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit mitsumme, weil wenn es dann nachher asynchron ist, dann merkt man das voll. Nicht so toll. Hier, Weimar, spring aus dem Wasser. Hä, was willst du? Du spürst beim Training, also würdest du ihn vorschlagen und verschwinden. Alter, warum lägt es jetzt so? Uncool. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Boah, Mann, ab der Stelle hier wird's mies. In Seegras Up City gibt's, glaube ich, keine Arena. Nee, kann's ja auch gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Museum rein. Nee, hier ist auch nichts Besonderes. Hä? Ich bin ein Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Gegenstände und vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt, nicht anstellt. Haus der Attacken für Lerners. Ah, okay. Attacken für Lerner gefunden. Da hat ein Kekleon bei sich. Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht nur unser Spielzeug. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Tja. Grundsätzlich verhält es sich so. So wie der ehrvolle Erwachheit. Einfachheit, mich zitiert, zieren Pokémon-Riegel, Pokémon. Keine Ahnung, was da gerade gelabert hat. Ich bin zu dumm zum Lesen, ich weiß. Oh Mann, warum stellen sie sich eigentlich immer voll in den Weg? Wohnt hier in dem Haus jemand Wichtiges? Wir wollen super Pokeriegel in Bärenmixer machen. Alles klar. Solche Pokémon Riegel-Freaks. Ach so, hier, Hafen. Hier muss ich rein. Bitte, du suchst unser Schiff. Es tut mir leid, die Fähre ist momentan nicht in Betrieb. Nicht so toll. Solange die Fähre noch nicht seetüchtig ist, haben wir Seeleute nichts zu tun. Ich wünschte, sie würden sich ein bisschen beeilen, die Leute von der Werft in Graveport City. Achso, ja. Mann, ich komme nicht weiter. Hafen Seegras Up City. MS Tide oder MS Tide. Was ist das für ein Haus? Groß Grassee-Motel? Ne, da bin ich auch falsch. Pokémon-Wettbewerb? Nein. Aber von die Musik vom Pokémon-Wettbewerb finde ich voll geil. Im neuen Teil. Also halt damals. Was heißt damals? Mann! Halt im Remake. So. Meine Fresse, zu dumm zum Reden, nicht? Genauso so dumm, den Weg hier zu finden. Und ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis und das weiß ich selber. Und ah! Ich will doch nur weiter. So schlimm. Hä? Also hier geht's offensichtlich nicht weiter. So, also. Hier muss ich theoretisch... Ich muss irgendwie hierher auf den Pyroberg kommen. Aber wie zur Geier soll ich das machen? Ich komme ja da nicht hin. Ohne Witz, ich weiß es nicht.
furchtbar. Die Stelle hier, die hasse ich. Irgendwie muss ich da nach unten kommen, aber da ist abgesperrt. Höchstens zum Malvenfro City, aber da ist auch zu. Flussbrunnen. Ich weiß es doch nicht. Ohne Witz, ihr müsst mir da helfen. Ich weiß es nicht. Shit. Absolut nichts erreicht. Als außerhalb ein paar Trainerkämpfe auf Route 123. Was? Oder ich bin total dumm wie sonst was. Okay, das bin ich auch so schon, das wusste ich schon. Ich laufe jetzt nochmal dorthin und schau mir die Sache nochmal an. Aber das kann doch nicht sein. Das muss doch da weitergehen. Woanders geht doch gar nicht mehr weiter. Ich finde es natürlich auch super, dass es ausgerechnet jetzt anfängt zu laggen. Ja, es laggt. Es wird, die Lags werden schlimmer. Puh. Ach, Moment hier. Ich bin dumm. Ohne Witz, ich bin dumm. Ich bin so dumm. So. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es hier im Pyroberg weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Andernfalls lasst es halt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann oder auch nicht. Bye!